und herzlich willkommen zurück hier bei Dirt 4. Ja, wir sind immer noch bei Heckantrieb Monstern im dritten Event jetzt. Sind natürlich immer noch in Fitzroy's 3. Jetzt fahren wir die Strecke Cascade Creek, 4,16 Kilometer lang. Um 12.15 Uhr bei trockenem Wetter tagsüber. 35 Meter Höhenunterschied gerade mal. Mit unserem Opel Manta. Sind wir natürlich immer noch unterwegs. Ja, gut, dass sich das mit der sauberen Wertung immer abwechselt. So. Das Wetter könnte sich verschlechtern, denkt daran. Ja. Der Alvarez hat eine 3.10 gefahren. Die gilt es erstmal zu schlagen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Und los geht's. 60. Links halten, Überkupplung, Vorsicht, rechts 1, in rechts 4, Überkupplung. Oh. Links 62, rechts schneiden, links 3, rechts schneiden. Mittig halten, weiter geht's, weiter geht's. Oh, oh, oh. 100 durch Senke. Rechts halten, Überkupplung. Achtung, links 4, Überkupplung, in links 1, rechts halten, oh. Überkupplung. Nicht gut. Links 6. Rechts halten, über Kuppe. Nicht steigen. Rechts 2, Kuppe 80. Bisschen sehr rechts hoch gerade. 80. Links 3. Finde ich. Also ich finde die Strecke manchmal schwer 3, zu erkennen, wenn sie überhellt ist. In links 2, 5 Sekunden Vorsprung links haben wir. 6, in rechts das müssen wir dann einfach bis zum Ende so durchfahren 3, oder ausbauen. Rechts 2. In links 4, Kuppe, links schneiden. Da wird es auch schon neblig. 80 durch Senke. Links 5, oh, solange es nicht so neblig wird wie im Rails ganz oft, dass man gar nichts mehr sehen, ist alles cool. Rechts 2, links schneiden. Rechts 4, links schneiden. In links 3. Und da in ist es auch schon. Links schneiden. Links 3, links schneiden. Alter, ich sehe gar nichts. So, da haben wir uns noch gedreht, natürlich verschlechtert. Ey, ich sehe einfach gar... Oh, Alter, fast über die Tiere gefahren. Achtung, Kuppe links 2. Tiere kreuzen, Alter, wie knapp, Mann. Links halten, über Kuppe. Rechts 6. Hast einen Wildschaden gehabt, ey. Rechts 2. In links 3, Kuppe. Ich glaube, das haben die extra so gemacht, dass du die Tiere nie triffst. Links 3. Das wäre schon sonst sehr böse, glaube ich. In links 2. Links halten, über Kuppe. Dann würdest du ja theoretisch morden gehen. Was du aber an Menschen tun kannst, kriegst du 4 Sekunden Strafe. Rechts halten, über Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Da haben wir wieder was ausgebaut, ein bisschen blöd die Linie genommen, aber was für mal. Hauptsache jetzt ist wieder so extrem hell. Und eben war es einfach so mega düster, ey. Links 4 macht zu, nicht schneiden. In rechts 3. In links 4, nicht schneiden. 80. Mittig halten, über Kuppe. Kommen zum Ziel. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. 10 Sekunden haben wir rausgefahren in der ersten Wertung. Ist doch ganz gut, würde ich mal sagen. So schlecht war das jetzt nicht. Hätte aber besser sein können. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Jawohl. Weiter geht's. Jetzt kommen die 2 9 Kilometer langen Strecken nach 4 und wieder 7. Warum ist die so extrem lang, seine Glennefergully long? 9,82 Kilometer, 25 Meter Höhenunterschied, 14 Uhr teils bewölkt. Oberfläche ist immer noch Staub und grober Schotter. Da hat sich also nichts getan. Und ja, ich wollte gerade sagen, ich bin bereit loszulegen und dann go.
Das Auto ist kein schöner Anblick, aber es läuft gut. Ach ja, so schlimm sieht's jetzt auch nicht aus. 610, ein bisschen von links eingedrückt. 640, meine ich, hat der Alvarez vorgelegt. 2, 1, los! 110 durch Senke. Was war denn das für ein Start? 80 durch Senke. Links 3 über Kuppe. Senke, Kuppe, durch Tor. 150, links 6, in rechts 2 lang. Gut. Links 5, Senke. Okay. Links 3 lang, nach zu, über Kuppe. Links 4. Und Achtung, rechts 2, über Kuppe. In rechts 2, rechts 1. Zum Glück haben wir bei der nächsten Langstrecke dann ein Servicebereich davor. Ich hätte gerne einen danach. Weil bei so langen Strecken kannst du den Wagen schon mal sehr oft abschießen. Mit Pech. Kuppe. Zeit ist grün. Kuppe, gleichen Sprung, senken. Rechts halten, über Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 2. Senken. Das ist gleich grün, ein bisschen abgekürzt. Rechts 6, nicht schneiden. Oh. Links 4, nach zu, nicht hätte nur kein Stein sein dürfen. Sonst wäre das sehr fatal geendet. Links 4, nicht schneiden. 80, links halten. Nein! Weißt du, du berührst das doch nur da. Warum rutscht der dann so? Als ob da alles auf einmal das ganze Auto hochhebt und jemand rumschleudert, ey. In rechts 4, über Kuppe. Ich versteh's Achtung, nicht. Links 4, über Kuppe. In links 1. Rechts halten, über Kuppe. Wir haben so viel Zeit verloren, dass wir jetzt hinter ihm sind. Vorsicht, Kuppe rechts 5. In links 6, 150. Achtung, bremsen, wenden, kehren rechts. Kuppe links 5, durchsenken. So, mit der Ecke haben wir wieder gute Zeit aufgeholt, nur 1,8 Sekunden hinten. Trotzdem ärgerlich. Ah, ist immer noch vorne. Alter. Na egal. Du nicht hetzen lassen. Wir wissen ja, dass sich das nicht lohnt. Rechts 5, lang. Achtung, Kuppe, bleib Sprung. Rechts 5. 60. Ah, nein, Zaun. Nicht schneiden. Oh, so viel Zeit verloren. Rechts 5, nicht schneiden. Nein. 60. Und nicht in die Menschen, Alter. Rechts 3, da durch den Zaun, danke. Wow, wie viel Zeit wir verloren haben dadurch. Ich fasse es nicht. 80 durch Senke. Kuppe in rechts, halten über Kuppe. Alter. 110 durch Senke. Senke. Wende. 100 durch Senke. In Kuppe, Langsprung. 80. Links 5, in rechts 4. In links 3 über Kuppe. Nicht schneiden. Wow. In rechts 5, durch Kuppe. Oh, wir fahren mal ohne Motorhaube. Rechts 5. In links 6 lang, macht zu, über Kuppe. Bessere Kühlung ohne Motorhaube, oder? Rechts 6, in links 5, über Kuppe. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt streng dich doch mal an, Junge. Weißt du, die 10 Sekunden, die wir rausgefahren haben, hat der jetzt wieder rausgefahren, der Alvarez. Links 5, lang, macht zu, nicht schneiden. In rechts 3, rechts 4, nicht schneiden. In links 3. Ja. Also, wer auf YouTube mal Roadkill geguckt hat, ist so eine amerikanische Serie, sag ich mal, Sendungsserie. Immer wenn die haben ja immer die Schrottkarren gekauft, immer wenn es heiß wurde, immer Motorhaube ab. Genau, das machen wir jetzt auch. Motorhaube ab, like Roadkill. So, und jetzt gehen wir auf Aufholjagd. Ein bisschen Motor lauter. 60. Rechts halten, über Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Wir sind 18 Sekunden hinten, Alter. Links 6. Rechts halten, über Kuppe. Jetzt noch 13. Rechts 2, Kuppe 80. Links halten, über Kuppe 80. Links 5, Kuppe. Das heißt, wir haben 5 Sekunden aufgeholt. 80 durch Senke.
Ich muss es nochmal machen. Ich darf, muss unter 10 Sekunden vorne sein, sonst geben wir unseren ersten Platz ab. Das wäre sehr blöd. Kuppe. Links 5. Rechts 6. Lang über Puppe. Nicht schneiden. Ja. Links 5. Senke. Kuppe. 100 durch Senke. Kuppe. Langsprung. Senke. 110 durch Senke. Links halten über Puppe. Puppe. Langsprung. 80. Rechts 5. Lang. Jederzeit gut gemacht, auf 9 Sekunden verkürzt. Wäre vielleicht etwas mehr drin gewesen, ich weiß es nicht. Kuppe, kehre links, wenn 60. Okay, weiter geht's. Wir müssen das Ding nach Hause bringen und so wenig Minuszeit haben, wie es nur geht. Nein. Gib weiter. Streng dich an! Manta, komm, zeig, was in dir steckt! 80 durch Senke, links 2, in links 2, über Puppe, in rechts 4. Nein! Jetzt fahr doch zurück! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Alter! Du bist die räudigste Schrottkarre, die ich kenne, Mann! Alter! Links 4. 24 Sekunden! Und Achtung, was? Mann! In rechts 2. Alter! 80 durch 6. Der Kühler hat einen Schlag bekommen. Links 5, links 3. In Kuppe rechts 3. In links 2. Achtung, links 3. Verengt sich. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Alter, die Aufholjagd lief, ey, und dann schleudert die Karre sich so oft weg. Warum? Ich hab da nichts anders gemacht als vorher. In offene Kehre, rechts, runter. Mittig halten, überpumpen. Das gibt es doch nicht. Ziel. Langsam zum Marsch. 28 Sekunden, Alter. Damit haben wir den ersten Platz aufgegeben. Ein gutes Ergebnis. Aber das können wir beim nächsten Mal besser machen. Ja. Yay, Eventergebnis zweiter mit 28 Sekunden Unterschied. Wow. Wir hatten gerade mal 1 Sekunde Unterschied oder was im Rennen davor? Alter. So viel aufzuholen in den nächsten 2 Rennen, ey. Und wenn ich hier nochmal so verkacke, dann... Dann können wir es vergessen mit dem Sieg. Dann wüsste ich nicht, wo ich so viele Sekunden reinholen muss, Alter. Das wird jetzt schon ein Krampf. Auf jeden Fall die Strecke Muldivar Farm, 9,91 Kilometer lang. 16:50 starten wir bei was auch immer bewölktem Wetter. So, jetzt können wir erstmal die ganze Karre reparieren. Kritischer Schaden an Karosserie, Stoßdämpfer, Radgeometrie, ach, vielleicht deswegen. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht können wir jetzt wieder normal fahren. Wir unser neues Fahrzeug für die nächste Meisterschaft holen. 6:49 geht zu schlagen. 5, 4, wir müssen mit 3, einer 6 Minuten 2, Zeit ins Ziel kommen. Luft. Also 6 Minuten 10 links oder so. Jetzt müssen wir uns halt mega anstrengen. Bälle. 100 durch Senke. In Kuppe, Langsprung, 80, rechts 5. 80 durch Senke, links 2. Überall müssen jetzt grün stehen.
Theoretisch müssen wir so. 64. Alter, das jetzt schon wieder dreht, Mann. Und schon wieder so viel Zeit verloren. Es ärgert mich einfach nur noch so. Alter, was drehst du dich denn so weit? Ich hab doch kein Gas gegeben. Ich hab nicht mal die Handbremse gezogen. Links 4. Und Achtung, rechts 2 über Kuppe. In rechts 2. Nicht steil. 80 durch 60. Und wir haben eine rote Zeit. Wir liegen sogar noch hinten. In rechts 3. Hinter dem Alvarez, Mann. Links 4. In rechts 5. Oh, das gibt's doch nicht. Rechts 5. Lang. Achtung, Kuppe. Langsprung. Rechts 5. Bei einer 9-Kilometer-Strecke haut der so eine Zeit raus. Links 3 über Kuppe. Das heißt doch, er ist echt gut gefahren. Das Senke, Kuppe. 80 durch Senke, durch Tor. Nein, nein, dreh dich doch nicht! Nein, dreh dich doch nicht! Alter, warum dreht er sich so oft? Was ist das für eine Schrottkarre, Alter? Das ist ein Opel. Kuppe, nicht steigen. 80 durch Senke. Am Anfang hat er mir irgendwie Spaß gemacht. Mittlerweile nervt er mich. Was drehst du dich denn, du Schrotthaufen? 2 Sekunden! Ja! Mach den Abstand dann noch größer, als er vorher schon ist. 60. Rechts 5. 80 durch Senke. Links 2. In links 2. Über 100. Nicht schneiden. In rechts 4. Durch Tor. 110 durch Senke. Links halten über Kuppe in Kuppe. Vielleicht Sprung. 60. Wow. 80 durch Senke. Kuppe in rechts. Halten über Kuppe. 110 durch Senke. Kuppe Senke. Rechts 3 über Kuppe. 80 durch Senke. Jetzt machen die Bremsen auch noch Probleme. Links oh, wir haben Zeit gut gemacht, hätte ich nicht erwartet. Leider muss ich aber noch 25 Sekunden rausholen. Links 3 lang. Über Kuppe. Also wirklich. Durch Tor. Links 4. Nicht Gas geben. Weil sonst kommt er ja quer. Und gibst du nicht Gas, bleibst du hinten, Alter. Was sollst du machen? Sollst du dich die ganze Zeit drehen? Sollst du die ganze Zeit nicht Gas geben? Sollst du Gas geben? Alter. Diese Bremse regt mich jetzt schon auf, Mann. Was sind denn hier so schnelle Stücke, Alter? Seht mal, wie der wegbeschleunigt, der andere Typ. Rechts halten, Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 62 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Rechts 6, nicht steigen, Kuppe rechts 4, nicht steigen. Und Achtung, links 2, verengt sich, Kuppe rechts 3, innenhalten, nicht steigen, in links 5, rechts 6. Vorsicht, rechts 2, in links 3, Kuppe nicht steigen. In rechts 4, rechts 3, nicht steigen. In links 2, lang, macht auf. In offene Kehre, rechts. Pass auf, sonst drehst du dich wieder, Auto. Rechts halten, über Kuppe 80. Diese Bremse, Alter. Achtung, Kuppe links. Ein Radlager oder was das auch immer ist, Alter. Danke, links, dass du aufgehört hast. Nein, nicht drehen! Rechts 6. Lass links, das Auto! Links 6, rechts halten, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 2, Kuppe 80. Links halten, über Kuppe 80. 80 durch Senke. Links 3, über Kuppe. Senke, Kuppe. Rechts 5, lang. Was drehst du dich denn? Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 5. Ah, was? Alter, über diese Hüppe dreht er sich so krass ab und zu, das ist so echt nicht normal, Mann. Habt ihr bei der Radgeometrie immer noch irgendwas verkackt? Links 5. Rechts 6, lang über Kuppe, nicht schneiden. Weißt du, ich geb schon nicht viel Gas und die Karre dreht sich die ganze Zeit. Durch Tor, links 4. Und Achtung, rechts 2 über Kuppe. In rechts 2. 80 durch Senke. Links 5. Links 5, Senke. Links 3, lang. Mach zu, über Kuppe. 80 durch Senke. Nein, 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 nein. Vorsicht, Kuppe rechts 5. In links 6, 100. Rechts 5, lang. Nicht schneiden.
Achtung, Kuppel, Langsprung. Rechts 5, wegschneiden. Links 5, Kuppel, Kuppel, wegschneiden. 80, durchsenken. Links 5, lang, wegschneiden. 80, Achtung, bremsen, Welle, kehren rechts. Kuppel, links 5, durchsenken. Rechts halten, über Kuppel. So, haben wir halbwegs, also die Kehre halbwegs gescheit genommen. Ich versuche hier einfach nur noch irgendwas rauszufahren, was halbwegs eine gute Zeit ist. Weil es könnte schwer werden, Eventergebnis erster zu werden. Weil die Karre sich eins dreht. Ohne ersichtlichen Grund für mich. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Habe ich irgendwie was verpasst? Passende Reifen aufzuziehen, habe ich Straßenreifen drauf. Keine Geländereifen. Links 6, 80. Links 5. In rechts 4. In links 3, über Kuppe. Nicht schneiden. In rechts 5, 100. Bis Ziel. Oh, das sind. Okay. 13 Sekunden habe ich rausgefahren noch. Immerhin etwas, ey. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Naja. So, Event. Bin ich 5 Sekunden noch hinter ihm. Okay. 5 Sekunden in 2 Rennen scheint machbar zu sein. Eine schwierige Geburt, sag ich euch. Da geht's über eine Kuppe und rechts am Ende von der zweiten, dritten auch. In Chelundi Creek 4,48 Kilometer. Es gibt also keine großen Berge, weil irgendwie Start 10, 0 Meter Höhenunterschied. Es gibt nur kleine Kuppen anscheinend. Um 18:45 bei teils bewölktem Wetter starten wir. Wollen wir sehen, was bei rauskommt, ey. Wir müssen den Alvarez immer noch um 5 Sekunden schlagen. Das Auto ist trotz des Aussehens in gutem Zustand. Ja, schön. 3 Minuten 1 ist er gefahren. 5, 4, 3, 2, 1, los. 110 durch Senke. Links 4. Und Achtung, rechts 2 über Kuppe. In rechts 2. 80 durch Senke. Links 5 durch Tor. Links 5. Kuppe in Kuppe. Windstein. 80 durch Senke. Links 5. Nach Windstein. 80 durch Senke. Links 3 über Kuppe. Nein. Jetzt fahr. Gib Gas. Vollgas. Durch Tor. Links 5. Senke. Links 3. Lang. Mach zu. Über Kuppe. Rechts 3, dann mach auf. Alter, diese 5 Sekunden, weißt du, die hab ich jetzt da am Start gelassen eben. 3 Sekunden hinten, Alter. In links 3, über Kuppe, rechts schneiden. 5. sind wir. Driver ist auf dem ersten. Achtung, Welle, kehre rechts. Kuppe links 5, durch Senke. Rechts halten, über Kuppe. Durch Tor, rechts 5, 80 durch Senke, links 2, in links 2, über Kuppe, rechts Stein, in rechts 4, durch Tor, Kuppe, Senke. Diese Motorhaube ist so blöd verbunden, Alter. 80 durch Senke, Kuppe, links 4. Ja, sobald du rechts oder links Gras berührst, dann bist du am Arsch. In rechts 2, rechts Stein, 80 durch Senke, links 5. Zeit ist grün. Ja, gerade so, aber. Nicht steigen. Links 5. Durch Tor. Rechts 6. Ich muss leider noch kurz Zeit rausholen. 80 durch Senke. 100. Durch Tor. Links 5. In rechts 3 über Kuppe. Nicht schneiden. In links 4. In rechts 5. 60. 80 durch Senke. Kuppel rechts 5, in links 6, durch Tor 80, Kuppel senken. Rechts 3, über Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe. Da wäre schon wieder fast rumgekommen.
80 durchsenken. Links 2. In links 2 überpuffern. Nein. Das gibt's doch nicht. Jetzt fahr doch. Links 4. Und Achtung, rechts 2 überpuffern. Alter, was ist da schon wieder für Vorsprung? Hätten wir die Siegkarte. Jetzt dreh dich. durchsenken, links 5, 4, 3, 2, 1, los, 110 durchsenken, links 4. So, wir müssen gut 5 Sekunden auf Alvarez holen, ey. Das müssen wir vielleicht so schaffen. Wir müssen hier relativ sauber überall durchkommen, ohne uns zu drehen, wozu dieser Popel hier, den wir fahren, normal bekannt für ist, dass er sich ja leider sehr schnell gerne dreht, sobald man ein bisschen Rasen ausprobiert. Erinnert mich dran, dass ich diese Karre nie wieder in meinem Leben nehme, Alter. Vorher fahre ich lieber mit dem E30, ey. Der lässt sich besser fahren. Links 5. In rechts 4. Das ist ein reines Katastrophenauto, ey. Nicht schneiden. In rechts 5. Achtung, bremsen, wenden, kehren rechts. Kuppe links 5 durchsenken. Rechts halten, über Kuppe. Durchtor, rechts 5, 80 durchsenken, links 2, in links 2, überpuppen, nicht schneiden, in rechts 4, Durchtor, Kuppe und senken, rechts 3, überpuppen, 80 durchsenken, Kuppe, links 4, und Achtung, rechts 2, überpuppen, in rechts 2, nicht schneiden, 80 durchsenken, links 5, links 5. Jetzt haben wir noch halbwegs gescheit. Lang über Puppe. Rechts schneiden. Links 5. Durchtor. Rechts 6. In links 5 über Puppe. 80 durchsenken. Puppe. Zieh weiter. Durchtor. Links 5. In rechts 3 über Puppe. Rechts schneiden. Oh. In links 4. Nichts Auto wegschmeißen. Jetzt komm. In rechts 5. 60. 80 durchsenken. Richtige Zeit. Fahren wir hier auch nicht raus. In links 6, Durchtor, 80, Kuppe, senken. Rechts 3, überpuppen. 80, durchsenken. Alter, nein, wir müssen den Zaun. Nicht gut, rechts 5. Gar nicht gut. 80, durchsenken, links 2. In links 2, überpuppen. In rechts 4. Okay, nicht drehen. Links 4. Oh Gott. Und Achtung, rechts 2, überpuppen. In rechts 2, nicht schneiden. 80 durchsenken. Nein, nicht drehen. Alter, wie viel Zeit ich verliere von den 4 Sekunden Vorsprung, ist nichts mehr da, Alter. In links 2, überpuppen. Nicht schneiden. In rechts 4, 60. Achtung, bremsen. Rechts 3. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. 1,5 Sekunden habe ich rausgeholt. Rückwärts ins Ziel, Alter. Das gibt's ja nicht, Mann. Das ist eine Katastrophe. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Nein, nicht wirklich. Tja. Zwar Wertung erster, aber wenn wir hier in die Eventergebnisse gucken, ey, das hat sich ungefähr so gut wie gar nicht verändert. Müssen noch 4 Sekunden holen im nächsten Rennen. 4 Sekunden müssen wir auf Alvarez holen. In Brooklana Gully müssen wir in der 7,54 Kilometer langen Strecke 4 Sekunden rausholen um 19.30 Uhr nachts, wenn es trocken ist. Super. Das ist natürlich Top-Bedingungen für uns mit dieser Schrottkarre an Opel Manta, da das hinzukriegen, ey. Ist leider auch unsere letzte Chance, also
Katastrophe, wie das hier aussieht, ey. Das Auto ist trotz des Aussehens in gutem Zustand. Aha. Fünf Minuten 31, sprich, wir müssen 5 Minuten 25 am besten fahren. 1, los, links 5, mittig halten, überbrücken. Also viel Konzentration ist jetzt hier vonnöten, also sorry, wenn ich dann zwischendurch mal nicht rede. Links schneiden, rechts 2, Gruppe 80, links halten, überbrücken, 80, rechts halten, überbrücken, 80. Achtung, jeder Fehler wird mich so viel Zeit kosten, die ich nicht habe. Links halten, überbrücken. Weil der Alvarez, ich weiß nicht warum, der fährt hier auf einmal so gute Zeiten raus, dass ich Probleme habe, ihn aufzuholen. Links 5, nach 80. Achtung, rechts, Welle, kehre rechts. Oder es halt keine Stellen gab, wo ich ihn groß aufholen konnte. Rechts halten, überbrücken. Wenn ich das, was ich jetzt habe, ist mir nicht mal ausreichend. Links 2. In links 2, überbrücken. In rechts 4. Weil die Karre dreht sich so schnell. Hat der eine Traktionskontrolle und wir nicht? Rechts 3. Liegt's daran? 80 durch Senke. Kuppe. Links 5. In rechts 4. Rechts steil. In links 3, überbrücken. In rechts 5. Links 3. In Kuppe rechts 3. Oh, komm, das war knapp am Rand. In links 2. Rechts 4. In links 3. In der hängt mir immer noch so nah am Nacken, Alter, das ist schlimm. Rechts halten, über Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Rechts 6. Rechts 2. Ich wünschte, wir hätten so eine komplette Etappe Abstand, Alter. Es ist viel entspannter, wenn man selber diesen Vorsprung hat von 20 Sekunden, wie sonst auch. Aber den haben wir einfach nicht. Weil die Rennen liefen einfach so beschissen mit diesem Wagen. Und genau deswegen, weil es berührst das und dann drehst dich am besten. Du machst Abgang ins Gebüsch, ins Nirvana. Verlierst überall Zeit. In rechts 4, über Kuppe. Kuppe rechts 4. Und Achtung, links 2, verengt sich. Kuppe rechts 3, innen. In links 5. Rechts 6. Senke. Welle. 100 durch Senke. In Kuppe, kleinen Sprung. 80. Rechts 2. In links 3, Kuppe. In rechts 4, also, ich finde bisher können wir nicht so stark meckern. Bisher hat sich die Karre noch nicht einmal gedreht, nur einmal fast. Wir konnten sie mit den Zaun leicht auffangen. Aber es ist auch eher eine Strecke, die mir liegt, also mehr Kurven. Statt dieses lange, uneinsichtliche Mist, den du nicht sehen kannst, dann berührst du hier den Rad oder machst einen Abgang am besten. Ja, gefällt mir. Oh. Das kostet Zeit, das kostet Zeit. Jetzt mach. Komm mal vorwärts, Opel. Der andere fährt ja auch einen scheiß Manta. Also. Links 3 lang, nach sollten wir doch wohl hinkriegen, ohne uns zu drehen, jawohl. Das wird rot werden, diese Wertungsprüfung. Da haben wir so viel Zeit, nee, grün. Dann aber so minimal Glück gehabt, ey. Oder Albus hat auch Platten am besten so. Das wäre geil gewesen, zack, 30 Sekunden Strafe drauf. Links 6, rechts halten, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 2, Kuppe 80. Links halten, über Kuppe, 200. Achtung, nein. Auf der Kehre, links. Nein. Keine Strafen kriegen, nichts. Das können wir uns nicht erlauben. In rechts, 2 lang, Wachzug, Alter, nicht das rechts hat mich jetzt irritiert, Mann. Jetzt ist es rot geworden, aber wir sind 19 Sekunden vorne. Rechts, 2. So muss das sein. Links, drei, auf Alvarez. Damit könnten wir gewinnen. Rechts 4, Regenstein.
In links 3. In rechts 4. Das wäre natürlich super, weil dann würden wir überall mit Goldschuss herausgehen. Und hätten wir nicht nur beim, sonst hätten wir beim Crosscut halt einmal irgendwie, gut, da haben wir nichts. Aber ich meine, wenn wir hier mit Silber rausgehen, das wäre doch ärgerlich, so knapp vor Gold, nur wegen einer Sekunde oder so. Und 25 Sekunden, Alter, jawoll. Da haben wir uns den Sieg geholt. Alter Schwede. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Ja, dieses Auto bringt mich echt zur Verzweiflung. Aber immerhin haben wir es geschafft. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir da ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann, außer meine Skills vielleicht. Oder die Meinung über dieses Auto. Abonniert mich, damit ihr immer auf den neuesten Stand bleibt. Bis dann. Haut da rein. Und wir haben noch einen Gewinn von 83.000. Also, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.